Yu-Gi-Oh! Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Pro Dev Pro Online. Heutiger Deck Pro Jan mit einem Züge-Deck. Ja, Züge halt. Züge-Deck mit einem ganz ordentlichen Startblatt. Ja, ein ganz ordentliches Startblatt. Er fragt sich jetzt nur, was unser Fan auspackt. Ich hoffe, nicht mehr als eine Backrow. Weil du nur eine MRT hast. Richtig. Erstmal muss er überhaupt irgendwas spielen. Mhm. Und ja, Naturia Kirschen. Hat seinen Sinn. Echt? Ja, Sternfresser halt. Ja, toll. Ich sagte seinen Sinn, nicht, dass es sinnvoll ist. Mhm. So, Panzerzug. 81 Panzerzug. 81 Panzerzug. Oder Gagaridai. Nee, 81. Gangaridai heißt das Ding. So. Take this. Angreifen kann ich ja, ich kann bloß keinen Schaden anrichten. Mhm. Ah. Blow up. Mal gespannt, was das wird. Ein Pflanzendeck? Ja, nicht zwingend. Kann auch Zombie-Synchro-Spam sein. Blow up kann schon in ein paar Decks. Ist halt ein Empfänger leicht aufs Feld topft. Kann auch ein normales Synchrodeck sein. Okay, das ist eher nicht, weil das mehr mit den Synchrons arbeitet. Mhm. Aber es ist nicht ausgeschlossen. Das fällt mir gerade ein, die Karte hätte auch gut in das Blütenprinzessinnen-Deck reingekonnt. Hättest tatsächlich. Tech-Genus-Schläger ist TG-Zombie-Synchro-Spam. Mit? Nein. Bei einer permanenten Karte funktioniert das ja zum Glück. Und Karte raussuchen? Nö. Nö. Ja, ich meine genau diesen Effekt, der funktioniert ja zum Glück bei Tanky, weil es eine permanente Karte ist. Nee, das ist ein Tech-Genus-Deck. Style-Points ja. Dafür. Bloß frage ich mich, wie der bitte mit unserem Vieh fertig werden will, dass ich vor allen Karteneffekten schützen kann. Müssen wir auch mal machen, Tech-Genus-Deck. Mhm. Ja, gut. Glückwunsch. Ah! Nein! Kumpel, du hast den Effekt schon gelesen, oder? Ja, genau. Und es geht bis zum Ende dieses Spielzugs und danach gehört er ihm. Ja, jetzt warte doch mal. Erstmal kriegen wir jetzt die Lebenspunkte und jetzt geht's gleich los. So, jetzt habe er den bis zum Ende vom Zug und dann haben wir ihn wieder. Nein, wir haben ihn jetzt. Achso, ja, stimmt, weil sowieso uns reißt. Richtig, da war ja was. Das ist so blöd gerade einfach. Gut, das mit dem Schnappstellen könnte das Duell jetzt etwas entschleunigen. Das sind im Prinzip zwei permanente Zauberkarten. Gibt dem Gegner in jeder seiner Standby-Phasen 1000 Knife Points. Ja, blöd ist nur, wenn er einen MRT oder die nächste Wundermagierin bekommt. Wenn wir einen MRT ziehen, dann zerschießen wir natürlich seinen Schnappstall erstmal noch nicht. Wir setzen den nur. Ah, oh, okay. Das ist doof. Ich bin fast gewillt, meine Kirschen zu flippen und dann seine Blumenzügel kaputt zu machen, um einfach den Direktschaden drücken zu können. Tu das. Könnte ich tatsächlich. So blöd, dass Exodius kein Erde-Maschinenmonster ist. Weil du den gerade auf der Hand hast? Ja. Bums.
So, soviel zum Thema Entschleunigung. Noch einen direkten Treffer überlebt er nicht. Und im Zweifelsfall hole ich mir halt mit Exodius und den Kirschen Sternfresser. Wiedergeborener Tengu. Ui, das ist aber ein sehr interessantes, das ist ein hochinteressantes Deck hier. So, was hast du jetzt gezogen? Eine Menge. Sag mal so. Diese Nein-Points. Da wird wahrscheinlich. Was hat er sich eigentlich gerade genommen? Das habe ich gerade nicht aufgepasst. Den Tengu. Dann wird da also der Tengu liegen. Richtig. Und der kann bis zu zwei weitere Tengus holen. Mhm. Na, passt doch. Drei Angriffe braucht man, drei Angriffe haben wir. Gut, zwei Angriffe haben wir. Ist eh besser, denn solange der Cyber-Enddrache gelegen hätte, hätte nur der angreifen können. Stimmt. Insofern hat er sich also eigentlich gerade selber ins Knie geschossen. Ja. So. Aber warum nicht die Tengus ins Deck tun? Ich meine, wo das Ding auf 3 ist, ne? Ja, klar. Kann man schon machen, wenn man auf Rang 4 Xyz oder halt auf Synchro geht. Das ist so blöd gerade. Aber wir leben immer noch in ständiger Angst vor seinem MRT, wenn er nicht gezogen hat. So, hast du jetzt irgendwas, um das restliche bisschen Schaden zu drücken? Hab ich tatsächlich. Oh wow. Lass mal auf. Ach nee, kannst du nicht. Kann ich nicht. Dann Gengaridai. Mhm. In dem Zug kriegt er sowieso keinen Schaden. Hä? Ich hab den Feldzauber benutzt. Ach so. Wir hätten den Effekt eh nicht eingesetzt. Nee. Aber sobald es geht, zerschießt er damit seinen Schnappstahl. Nee. So, weil jetzt müssen wir nicht mehr dauernd in Angst vor seinem MRT leben. Ich meine, wir haben hier drei Kolosse und ein mäßiges Viech auf dem Feld. Wenn jetzt kein Raigeki kommt, und weil ich gesagt habe, wird er kommen. Dann kriegen wir aber in der Endphase zumindest den nächsten Stufe 10er, oder? Das wäre das Einzige. Naja, dagegen können wir nichts machen, aber das andererseits hättet ihr den Raigeki auch gerade getopdeckt haben müssen. Warwolf. Wir schießen mit Gengaridai auf seinen Schnappstahl. Ja, müssen wir. Der ist zu gefährlich. Klemmt da jetzt ein Trolli-Olli drunter noch, oder was klemmt jetzt unter Gengaridai drunter? Da klemmt ein Trolli-Olli, ja. Wieso kein Raufbold? Hm? Huch, was ist jetzt? Das ist jetzt irgendwie minimal doof. Das wollte der machen. Das ist jetzt minimal... Kumpel, ja. Das Ding ist mein Monster und nicht deins. Rall's halt endlich mal. Tschüss. Meins! Und das bleibt auch meins. So. Dann bis gleich zur Deckbewertung. So, da sind wir wieder. Ich mag Züge. Ja. Ich auch. Und ich würde mal sagen, so arg viel falsch gemacht wurde ja nicht mal. Nö, nicht wirklich. Das ist eigentlich alles ganz in Ordnung. Ja,
Und Naturia Kirschneim sind dann einigermaßen konsistent, weil sobald eine wegfliegt, kommen zwei neue nach. Wobei ich vielleicht statt den Kirschen lieber den Weiler spielen würde, einfach weil Weiler. Aber nur vielleicht. Ja, das ist... Kann man sich jetzt drüber streiten. Dann drehbarer Verschiebebahnhof ist natürlich wichtig, um die Engine auszufahren und Hügel des gebundenen Schöpfers, um sie zu schützen, wenn sie da ist. Wobei Hügel des gebundenen Schöpfers eine sehr schöne Kombi mit Begrenzentferner darstellt, weil die dann halt nicht zerstört werden können. Ja. Ja, ansonsten monstertechnisch passt das so eigentlich. Ja, es geht, denke ich mal, auf jeden Fall in Ordnung. Man hat halt die Suchengine, die man braucht, beziehungsweise, ja gut, man kann nicht genug Suchengine haben in dem Deck, aber was willst du machen? Man kann natürlich immer gucken, ob man irgendwie noch hier noch ein Duality reinkriegt. Irgendwie. Wobei ohne Spezialbeschwörung kann dieses Deck halt so gut wie gar nichts. Übrigens auch sehr schöne Idee mit Exodius, halt ein Zehner, der easy aufs Feld hüpft. Ja. Man muss sich halt überlegen, ob man das irgendwie hinbekommt. Ja. Ich weiß gar nicht, was da jetzt zu sagen gibt. Das Extra-Deck ist so völlig in Ordnung. Ja, Aquil gibt's da nicht zu sagen. Weil es halt nichts zu meckern gibt. Von dem, was geht, wurde eigentlich das meiste rausgeholt. Staple-Fallen sind keine drin, aber wo willst du die bitte reinquetschen? Ich würde vielleicht aus dem Extra-Deck einen Cyber-End-Drachen cutten, weil ich glaube nicht, dass du wirklich drei niederträchtige Cyber-End-Drachen mal in einem Duell beschwörst. Das bezweifle ich. Und rein stattdessen? Keine Ahnung, noch ein Vierer, ein anderer Fünfer oder was weiß ich, da findet sich sicher irgendwas. Derjenige, der sich ein Zugdeck-Profile gewünscht hat, kann ja mal in die Kommentare schreiben, ob er das immer noch haben will, weil wir würden nicht wirklich viel anders machen. Vielleicht die Kirschen raus, stattdessen was anderes und eben versuchen, irgendwie hier eine Duality reinzukriegen. Das war's aber auch schon. Ja, ansonsten sind hier alle Zehner drin, die man gut und easy aufs Feld bekommt. Ja, und dafür kriegt dieses Deck hier auf jeden Fall verdient seine 11 Punkte, weil es halt kein gutes Thema ist, aber auf jeden Fall eine sehr gute Umsetzung von selbigem. Ja. Gut. Also, wenn ihr unsere Decks schicken wollt, Videobeschreibung. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. I'm gonna go get some.